Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Zu später Stunde. Die neuen Pokémon sind da. Und ich habe hier ein Beldum. Die Vorentwicklung von Metagross. Falscher Berg, ich wollte gelbe werfen. Ah, Mann. Mal schauen, wie selten das sein wird. Ich bin gespannt. Metagross, einer der zwei besten, die jetzt kommen. So. Und drin, neuer Dex-Antrag. Unterwegs noch diese einen Wettertypen gefangen. Und ein Schwabini, also. Schauen wir mal, was heute so geht. Neue Boxen sind auch da. Darüber gehen wir auch gleich noch. Und los geht's. Bam. So, weiter geht's. Erstmal ein Ei. Wir haben gerade irgend so einen Käfer gefangen. Aber jetzt kommt was Krasses. 400 Bonbons habe ich gehört, braucht der. Und der kann shiny sein. Leute, noch weiter vor. Und Mewtwo hat einen Bonbon gefunden. Läuft. So. Hier vorne rechts müsste er kommen. Das ist dann, glaube ich, der drittkrasseste. Ja, oh mein Gott, ich nicht. Wieso sehe ich ihn nicht? Ja, hier. Der drittkrasseste aus der neuen Welle. Und leider nicht shiny. Schade, schade, schade. Ich glaube es nochmal, ja, Gold musste sein, oder? So gelb, Gold. Ja, weiß nicht. Gelb. Gelb, Gold ist doch dasselbe. So, neue Dexter. Schauen wir mal, wie viel Bonbons er braucht. 400 tatsächlich. Ja, er wiegt gar nicht so übel. Ich hab's genau in der Mitte vom Ding. So. Nächstes Pokémon. Masquerain. Mitten auf dem Ding hier. Das Wasser, falls ihr es nicht sehen könnt. Das ist doch schon gefroren, man kann schon drauf gehen. So. Ich glaube, das ist die Weiterentwicklung von dem, den wir schon gefangen haben. Also, so besonders ist der eigentlich nicht, weil die Vorstufe gibt es ends oft. Ja, genau, das ist die Weiterentwicklung von dem. So. Nächstes Pokémon, ein 100er. Ich habe seinen Namen vergessen. Wir haben davor auch noch einen anderen 100er gefangen, diese Wolke. So. Ah, das habt ihr, glaube ich, gesehen. Ja, das habt ihr gesehen. Wieso erzähle ich euch davon? Ein paar Sachen fange ich im Auto, weil es so eng ist. Da kann ich die Kamera nicht auspacken. Hier. Der zweite 100er. So. Das war's erstmal von der Tour. War recht erfolgreich. Kurz und knackig, aber ein paar gute Sachen mitgenommen. Ich gebe euch nochmal einen kleinen Überblick, was ich alles gefangen habe. Eigentlich alles von den neuen Sachen. Auch die Vorentwicklung von Butalanda und Metagross. Und jetzt habe ich sogar gehört, Metagross soll anscheinend sogar wild fangbar sein. Was krass ist. Dann habe ich sogar die Weiterentwicklung von Lilip endlich gefangen. Neuer Dex-Eintrag. Apropos neuer Dex-Eintrag. Ich habe die Medaille bekommen. Höhenregion. 90 neue Dex-Einträge. Ich blende hier ein paar Sachen ein. Volbeat. Das ganze Zeugs. Plusel ist gekommen. Aus dem Nichts. Und es wurde nicht rotiert. Momentan sind Minun und Plusel da. Und bei den anderen wahrscheinlich dann auch. Ist Minun gekommen und Plusel geblieben. Lunastein haben wir gefangen. 100%. Level 35. Was auch richtig saftig ist. Vor allem weiß man nie, wann der weggeht. Und dann die Sonne zu uns kommt. Deswegen endlich haben wir den. Jetzt kann er eigentlich weg. Den Knackion haben wir noch gefangen. Ein bisschen Bonbons, weil ich habe jetzt erst zwei gefangen, das war mein zweiter gesamt. Schwabini 100, was eigentlich nicht so toll ist, weil das ein Habitat ist. Und noch ein paar andere Sachen. Am besten schaut ihr auf Instagram oder Facebook. Da habe ich diese Story. Da könnt ihr reinschauen und dann alle Highlights sehen. Ansonsten schauen wir uns natürlich noch die Boxen an. Drei neue Boxen. Special Box, Great Box, Ultra Box, so wie immer. Zuerst die Special Box. Kostet 480. Und es sind enthalten 3x Rauch, 2 Inkubatoren, 6 Sternstücke. Das ist echt schlecht. 2 Inkubatoren kosten 300 und dann hast du halt noch 180 für 3x Rauch und 3 Sternstücke. Los, wer will Rauch und Sternstücke so einzeln kaufen? Also ich würde sagen, Finger weg von der kleinen Box. Die ist richtig, richtig schlecht. Und ich habe dann noch eine Theorie, dass ab Valentinstag, also ab dem 14., die Boxen sich nochmal ändern werden. Weil das ist meistens so, wenn eine eher schlechtere Box da ist oder eher schlechtere Boxen, dass dann nochmal so eine zweite Stufe kommt. Auf jeden Fall Great Box, die mittlere Box, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kostet 87,
4 Inkubatoren, 3 Glückseier, warte, so, 3 Glückseier und 8 Sternstücke. Wenn man jetzt nur die Inkubatoren zusammenzählt und die Raid-Pässe, sind das schon mal 1080. Das heißt, du bist bereits im Plus. Hast sogar 300 Münzen gespart und dann gibt es halt noch 3 Glückseier und 8 Sternstücke umsonst. Problem ist halt, wenn man die Inkubatoren halt gar nicht will, dann ist es halt, dann zahlt man halt trotzdem 150 pro Inkubator und muss man selber wissen, ob man das will. Dann die Ultra Box, die letzte. 1480, schon ein heftiger Preis, aber so wie immer. Und enthalten sind 8 Inkubatoren, 6 Glückseier, 12 Raid-Pässe und 20 Sternstücke. Auch hier, wenn man die Inkubatoren und Raid-Pässe zusammenzählt, bei 8 Inkubatoren ist eigentlich schon echt viel. Das kostet 1200 und die Box kostet allein nur 1480. Nur. Und 12 Raid-Pässe, also das sind schon mal weit über 2000. Und dann gibt es noch 6 Glückseier und 20 Sternstücke oben drauf. Also die Box werde ich mir wahrscheinlich gönnen, weil ich kann immer Glückseier gebrauchen und Sternstücke. Schauen wir mal, wann das nächste Stopp-Event kommt, aber die sind jetzt auch nicht so schlecht. Also kann man schon mitnehmen. Ich weiß, 1480 sind echt eine Menge Münzen. Deswegen für alle anderen Spieler, die nicht so viel Geld investieren wollen und trotzdem eine Box kaufen wollen, würde ich die mittlere empfehlen. Die ist auch nicht so schlecht. Und ansonsten halt die große, weil die einfach am meisten Wert hat. Falls ihr auf jeden Fall Raid Pass oder so braucht, Inkubatoren halt als ein kleiner Bonus. Ansonsten, wie gesagt, versucht euer Glück und wartet bis zum 14. Vielleicht haben wir Glück und dann kommt das Valentinstag-Event, das dann mit Glück ein paar Basketboxen bringt. Weil das ist doch ein bisschen schwach. Kleiner Hinweis noch, ist mir gerade so eingefallen, wo ich das Video bearbeitet habe. Zwar nochmal Shoutout und Danke an den Kollegen und den Fahrer Tobi. Aber das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu den Boxen und eure Highlights, eure Fänge von gestern. Was habt ihr alles so gefangen? Wie war es gestern? Habt ihr schon Metagross? Habt ihr schon Butalander? All das unten in den Kommentaren. Das war's von mir. Wenn man liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vor allem, wenn ihr diese Highlights sehen wollt, diese Stories. Ansonsten checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.